Highspeed-Diät, super, ich mache die Highspeed-Diät da auch. Da sprechen wir nicht drüber, weil es darum in diesem Video nicht geht. Ist nicht erfolgreich. Punkt. Das ist die Message von diesem Video. Cecil, ich probiere jetzt die Highspeed-Diät aus. Ey, das ist alles science-based, also richtig gut wissenschaftlich dokumentiert. Ja, da erhoffe ich mir richtig, es ist richtig gut. Wow, science-based? Wow. Ist aber leider nur für Loser. Hä? Wie jetzt? Tja, besprechen wir nach dem Intro. So, meine Freunde, euer Coach. So, meine Freunde, heute mal wieder ein interessantes Video. Und zwar, ich möchte euch so gut helfen, wie ich kann. Und ich möchte einfach meine Erfahrung aus 15 Jahren Personal Training mit euch teilen und sagen, hey, bevor ihr jetzt 10 Jahre irgendwas falsch macht, hör doch mal, wie meine Erfahrung an vielen Hunderten und Tausenden Leuten ist, so über die letzten 15 Jahre. Und dann überleg mal, was für dich logisch ist. Das möchte ich machen, damit es euch am besten geht. So, und ich verstehe es, wenn ihr mega durcheinander seid, also wenn ihr richtig verwirrt seid. Also so heutzutage, du kannst googeln Brokkoli und dann gibt es Studien, ey super, und dann gibt es wieder Studien, ey totaler Dreck. Oder Kokosöl oder Milch oder Fleisch. Oder das ist so verwirrend. Und ihr guckt dann andere Videos und wenn man kein Fachwissen hat, dann denkt man, man guckt das Video und denkt, ja, der hat recht. Und dann guckt man das Video und denkt, der hat recht. Und dann guckt man wieder das Video, das zweite Video vom anderen und dann denkt man, nee, irgendwie hat der doch recht. Das geht so hin und her. Und wenn das zutrifft auf euch, dann schreibt ihr mal unten rein, ja oder nein. Wenn ihr gar nicht verunsichert seid, dann schreibt ihr nein rein. Wenn ihr sagt, ja, irgendwie komisch, andere Meinung immer, ja, verunsichert mich, dann schreibt ihr ja rein. Und dann besprechen wir jetzt nämlich heute, wie man an so eine Sache herangehen kann. Weil wir müssen nicht drüber streiten, es gibt über alles, also wirklich über alles, 1000 Studien, die dafür sprechen und 1000, die dagegen sprechen. Es gibt bei manchen Sachen auch, keine Ahnung, 9000, die dafür sprechen und 1000, die dagegen sprechen. Aber es wird immer zwei Meinungen geben. Ich kenne fast kein Thema, wo es nicht zwei Meinungen gibt. Deswegen, es gibt ja mit dieser High-Speed-Diät auch wieder so, ey, so ist es. Aber wir besprechen heute, warum es nicht so ist. Beziehungsweise, warum die Leute, die sagen, dass es so ist, vor der Wand stehen und einzelne Studien rauspicken und das ganze System nicht verstehen. Und ich will nicht, dass ihr in diese Falle geratet und im Strudel seid. Jetzt mal statistisch, also jetzt unabhängig davon, ob es kurze Studien gibt, wo die dann sagen, ja, aber wenn die dick sind, dann müssen die erst motiviert sein und um motiviert zu sein, muss man am Anfang mehr abnehmen und so. Das lassen wir mal alles. Über 98% der Leute, die abnehmen, nehmen wieder zu. Erstmal Punkt, das ist die Statistik. Fast alle, die abnehmen, nehmen wieder zu. Das müssen wir erstmal im Hinterkopf behalten. Und dann sprechen wir heute auch nicht um so fachliche Sachen wie Leptin. Wie ist das mit dem Leptin? Wenn ich hungere, wenn ich dann zu weit ins Defizit gehe, wenn das Fettgewebe irgendwann weggeht, dann verliert sich das Leptinsignal. Oder man kann eine Leptinresistenz bekommen, dass man gar nicht mehr... Wir sprechen nicht über Schilddrüse, wir sprechen nicht über diesen ganzen Stoffe, wir sprechen nicht über fachliche Sachen heute. Das können wir gerne im anderen Video machen. Da sprechen wir nicht drüber, weil es darum in diesem Video nicht geht. Es geht darum, dass ihr logisch an so eine Sache herangeht. Und logisch ist zum Beispiel, 98% der Leute, die abnehmen, nehmen wieder zu. So, also da muss man schon mal skeptisch sein im Allgemeinen. So, und jetzt müsst ihr euch fragen, wenn ihr irgendjemand im Internet seht, der das propagiert, also der sagt, ey, Highspeed-Diät, super, ich mache die Highspeed-Diät da oder dies oder das oder das, dann müsst ihr mal gucken, weil wenn das Leute machen, die selber entweder aus einer Magersucht kommen, dann total dick werden, wieder einfach 30 Kilo zunehmen, dann wieder HSD machen, um wieder runter zu schredden, dann nehmen sie wieder zu. Jedes Mal, wenn du ein neues Video von denen guckst, weißt du nie, ob es jetzt ein Hungerhaken ist oder dick geworden ist. Oder wenn es Leute sagen, die irgendwie Testo spritzen. Ja, wenn man diese ganzen Regelsysteme, die im Körper da sind, die sind da, ausschaltet, indem man als Hormonersatztherapie oder einfach als Testo, ist es scheißegal. Wenn du die Leute hast, das kannst du nicht werten. Und wenn du sowas siehst, dann weißt du schon, die sind nicht erfolgreich. Das heißt, das ist so im Umkehrschluss, als wenn du zu jemandem gehst, der Hartz-IV-Empfänger bist und lässt dich da beraten über deine Finanzen. Das würdest du nicht machen. Und wenn du siehst, das propagiert jemand, der aber aus einer Magersucht kommt, danach 20 Kilo Übergewicht hat und dann wieder in die Magersucht, da lässt du die Finger weg. Also das ist erstmal so logisch gedacht. Also wir wollen jetzt nicht über die einzelnen Mechanismen sprechen, sondern wir wollen über den Fakt sprechen. Der Fakt ist folgender. Ich mache mal wieder ein kleines Beispiel.
Wir haben zum Beispiel einen Bankberater. Und der Bankberater hat sich hochgearbeitet, ist jetzt Vorsitzender, also oder Geschäftsführer oder was auch immer. Er ist auf jeden Fall hoch. Er ist im Vorstand, sagen wir mal. Er ist Vorstandsvorsitzender. Also ganz oben. So, Vorstandsvorsitzender verdient ein Jahresgehalt von 1 Million. 1 Million die nächsten, bis er in die Rente geht. Er ist safe. Er verdient 1 Million jedes Jahr, ist safe. Dann kommen noch Boni dazu und er ist safe. Würde dieser Mensch dann einen Banküberfall machen? Hä? Nein. Warum nicht? Weil es ein Risiko ist. Du machst einen Banküberfall, vielleicht kriegst du dann 2 oder 3 Millionen, aber wenn du erwischt wirst, bist du am Arsch. Dann ist dein Fundament weg. Okay, zweites Beispiel. Sagen wir, ich habe einen Langstrecken-Skiläufer, okay? Und der hat eine Strecke, er will von Deutschland nach, keine Ahnung, Finnland oder was, so und so viele Kilometer, in so und so vielen Tagen, sagen wir mal. Okay. Dann weiß er ganz genau, ich bin in dem Tempo, ich mache das Tempo die ganze Zeit durch, ich werde rechtzeitig da ankommen, es ist alles safe. Würde der dann die Skier wegtun, sich hochhackige Schuhe anziehen, wo er nicht drauf laufen kann, und dann 3 Kilometer sprinten? Nein, würde er nicht machen, weil es bringt nichts. Es bringt nichts, weil die Verletzungsgefahr ist zu hoch und dann wird er sein Ziel nicht erreichen. Jetzt denkt ihr euch natürlich, alter Schwede, ist das hier dein Beispiel? Ey, was redest du eigentlich, Mann? Ja, das denkt ihr euch, aber worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, wenn ihr erfolgreich mit der Diät seid, mit der Ernährungsform seid, dann braucht ihr keine Highspeed-Diät. Wenn ihr genug verdient, braucht ihr keinen Banküberfall zu machen. Wenn ihr wisst, ihr werdet die Distanz schaffen, dann braucht ihr nicht auf hochhackigen Schuhen zu laufen. Ihr braucht, wenn ihr erfolgreich seid in eurer Ernährungsform, dann braucht ihr die High-Speed-Diät nicht. Versteht ihr? Also jeder, der das propagiert in seinen zum Beispiel YouTube-Videos, ist nicht erfolgreich. Sonst würde er das nicht machen. Versteht ihr? Das ist der Umkehrschluss. Da muss man doch mal logisch drüber nachdenken. Wenn jemand sagt, hey, ich mache die High-Speed-Diät, dann ist er nicht erfolgreich. Punkt. Weil sonst würde er das nicht machen. Weil wenn ich erfolgreich genug bin und ich zum Beispiel das ganze Jahr über meinen Körper halte, wozu muss ich irgendwie eine spezielle Highspeed-Diät machen? Es macht nur Sinn, wenn ich ein Wettkampf-Bodybuilder bin. Dann macht es Sinn. Sonst für meinen Kanal, für meine Kunden, für meine Logik ist immer das Wichtigste, ein Leben lang den Körper zu halten. Ein Leben lang einen Traumkörper zu haben. Wenn du ein Leben lang einen Traumkörper hast, brauchst du keine Highspeed-Diät. Das ist der Beweis dafür, dass die es nicht können. Und jetzt, was sich die Leute fragen, die das Maximumprinzip machen, die denken dann so, okay, es ist jetzt ein bisschen widersprüchlich, weil ich habe Maximumprinzip als ja am Ende der Zeit nochmal so eine spezielle Diätform. Aber das habe ich mit Bedacht gewählt, weil ich nicht, es ist eine ketogene Diät über 2 Wochen. Aber nicht aus dem Grund des Highspeeds, weil man könnte das denken, ja, jetzt machen wir nochmal Highspeed. Nein. Es ist aus folgendem Grund. Und dieser Grund hat auch 15 Jahre Erfahrung hinter sich. Wenn man die Leute dann einmal auf Keto stellt für 2 Wochen, dann sieht man, wie die sich fühlen. Und das Lustige ist, dass ganz viele dann sagen, ey, als ich dann Keto gemacht habe, habe ich mich noch besser gefühlt, noch mehr Energie gehabt, war noch ausgeglichener, konnte mich noch besser konzentrieren. Also von Low Carb weg zu Keto ist bei vielen so ein Klickmoment, wo die sagen, ey, cool. Und die machen dann so verschiedene Phasen oder bleiben sogar bei Keto. Und um dieses Gefühl einmal um alle in alle reinzubekommen, ist das ein Fundament oder beziehungsweise eine Option in meinem Online-Coaching. Das hat aber nichts mit dem High-Speed-Ding zu tun, weil es ist ein fließender Faden und es ist eine Ernährungsform. Bei der einen Form tickt weniger Kohlenhydrate noch, bei der anderen tickt mehr. Aber wenn ich jetzt von, ey, ihr dürft alles essen, Hauptsache die Kalorien stimmen und 2000 Kalorien, egal jetzt ob, ihr könnt Brot essen, Nudeln essen und alles, und dann habe ich mega keinen Erfolg und komme immer wieder hoch, ja, ey, das ist für mich so, ja, natürlich ist es so. So, deswegen mein Fazit, meine Freunde. Auf Patreon zum Beispiel, ihr kennt ja vielleicht, guckt mal vorbei, auf Patreon, da habe ich schon einige Videos drin. Der perfekte Ernährungsplan, der perfekte Trainingsplan, also Ganzkörper und auch mentales Coaching auch jetzt. Und was ich sagen will ist, du hast eine Ernährungsform. Diese Ernährungsform, mit der du dich gut identifizieren kannst und die du ein Leben lang halten kannst, das ist die Basis. Und wenn man jetzt zum Beispiel sieht, ach, jetzt nach einer Zeit irgendwie geht es nicht mehr runter, dann kann man in dem System variieren. Das heißt, ich nehme mal ein bisschen mehr Proteine auf, mal ein bisschen weniger Gemüse, mal ein bisschen mehr Gemüse. Und ich habe es immer, immer bei Kunden geschafft,
über den Punkt hinwegzukommen. Und dafür brauchte ich keine High-Speed-Diät mit, keine Ahnung, 5000 Minus pro Tag, weil man dann ja so motiviert ist. Und die ganzen Studien sagen ja auch dann, ja, die Studien gehen aber nicht über keine Ahnung, 5 Jahre oder über 2 Jahre oder was. Was meint ihr, warum bei Biggest Loser nie ein Reunion ist? Ja, weil es ätzend, wenn dann alle hinterher wieder dick sind. Ist halt nicht so eine geile Werbung. Deswegen passiert das da auch nicht. Deswegen, also man kann, macht nicht die High-Speed-Diät. Das ist die Message von diesem Video. Bleibt in eurem Grobraster. Wenn ihr Schwierigkeiten damit habt, guckt bei Patreon. Da erkläre ich alles ganz genau. Bleibt da drin und da drin könnt ihr kleine Parameter variieren. Und dann, das können alle möglichen Parameter sein. Das geht dann später auch in Richtung Blutuntersuchung und so weiter und so fort. Aber ihr werdet definitiv ein Leben lang euer Traumkörper haben können. Ohne HSD. Deswegen, meine Freunde, das war das Logik-Video für heute. Wenn es euch wirklich interessiert, dann mache ich nochmal mit den ganzen Ghrelin, mit Leptin, mit Insulin, diese ganzen Einflüsse, wie ihr das Hormonsystem, auch Schilddrüsenhormone runterfahrt mit solchen Crash-Diäten und so weiter und so fort. Ich weiß, der Grundumsatz geht nicht auf Null runter, ihr seid am Leben maximal ca. 20%, aber da ist ein Parasympathikus und ein Sympathikus dazwischen. Und wenn der Körper auf Parasympathikus stellt, dann habt ihr auch diese Zappel, ich nenne sie immer Zappel-Philipp-Energie, die zum Teil 500 Kalorien am Tag ausmachen kann. Und wenn ich den Parasympathikus im Gehirn, die Schaltstelle, angestaltet habe und den Sympathikus aus, dann bin ich halt langsamer in meiner Bewegung. Und dann verbrenne ich halt nochmal zusätzlich zu dem Grundumsatz, der nicht im absolut einschläft, aber runtergeht, habe ich noch zusätzlich die andere Energie, die auch noch runtergeht und so weiter und so fort. Ihr kommt in einen Strudel, darüber sprechen wir aber heute nicht. Heute geht es nur um das Denken und Verstehen, warum man eine HSD nicht macht, meine Freunde. Und jetzt könnt ihr selber, jetzt könnt ihr andere Videos gucken, könnt das Video gucken und könnt darüber nachdenken, wer hat denn wohl recht, was ist denn für mich naheliegender. So, das ist mein Ziel. Ansonsten macht ihr natürlich, was ihr wollt, meine Freunde. Und den Like-Button drücken. Das macht ihr auch, wenn ihr es nicht wollt. Bis bald, euer Coach. Cecil. Are you listening? Damn. Yeah.